Wahrscheinlich wieder absolute Verschwendung und so weiter, kostet tierisch viel Strom, aber das ist, ne, wie gesagt, ich will das richtig schön Hightech alles hier haben. Hey, Stahl replizieren. Grüne Chips replizieren, es gibt keine grünen Chips mehr. Replizierst du denn diese komischen Holzbretterchips? Egal, erstmal Eisen bitte. Gott. Die hier setzen, auch wenn sie gerade gar nicht angeschlossen sind. Bau bitte davon welche, wenn du mit dem Roboport fertig bist. Ja, Roboport. Wohin? Also eigentlich müsste nur Kohle rumgeflogen werden, oder? Ja, und Eisen. Also zwischen diesen beiden Komplexen müsste ich mal das Robonetzwerk aufbauen. Frage ist jetzt nur, wie machen wir es mit den Außenmauern? Soll da auch irgendwo ein Roboport hin? Ich bleibe mal in der Nähe von dieser Außenmauer und gucke dir mal, ob ich das hier nicht irgendwo hin zwieseln kann. So, und ihr alle Lampen könnt weg. Denke ich mal. Also es kann sein, dass wir sie wieder in Einsatz nehmen, wenn die Alien-Lampen weiter so komisch rumzicken. Aber ich glaube, momentan sind die Lampen nur verwirrt. Was man daran sehen kann, dass eine an ist, der Rest aus und so Zeug. Zwei an. Naja, du mich auch. Geh einfach aus. So. Roboport ist fertig. So, wenn wir jetzt den Roboport. Solarecke, Dingensecke. Wenn wir den Roboport jetzt hier hinstellen. Und ich habe ihn dahingestellt, um ein Muster zu bewahren, das ihr vielleicht gerade nicht seht, deswegen verdeutliche ich. Hier Akkus, da Akkus. Hier Solarpanels. Hier Solarpanels. Das heißt, das ist alles zugebaut. Das heißt, dann in der obersten linken Ecke des bebaubaren Bereiches wäre dann das Ding da. Und es hätte eine Abdeckung bis vor die Mauer, könnte also Leichen einsammeln. Das klingt echt gut. Problem ist nur momentan, dass ich hier nichts zu tun. Das heißt, wir sollten es irgendwo an der Ecke packen, wo wir auch relativ nah dann rankommen an Güter, die transportiert werden müssten. Theoretisch Replikatoren, aber wie schon mal erwähnt, können wir die Replikatoren einfach doch genau an die Fabriken ransetzen, die es brauchen. Also zum Beispiel haben wir hier unten ja mehrere, die irgendwo Eisen brauchen. Die ich immer wieder vergesse, wie zum Beispiel hier. Du brauchst Eisen und Kupfer. Das heißt, wir setzen hier einfach jeweils einen Replikator für Eisen, einen für Kupfer hin. Ja, Kapazitoren werde ich nicht replizieren können, aber dann setzen wir einfach hier noch einen Eisenreplikator daneben und hier noch einen Kupferreplikator daneben. Dann ist das Ding autark, dann muss hier nichts mehr hingeflogen werden. Oder wir machen einfach eine Mini-Anlage hier unten. Ich glaube, das klingt gut. Also wir haben hier unseren Ölkomplex, den wir mal aufräumen sollten mit das da weg und andere Sachen noch weg. Und dann machen wir in der Nähe von dem Ölkomplex einfach, sagen wir mal, 6 MK2-Replikatoren. Die stellen Eisenplatten und Kupferplatten her und tun sie in eine rote Kiste. Und dann fliegen die Roboter einfach nur von diesen Kisten hier hin. Das ist dann sehr kurzer Weg. Das heißt, auch mit ein, zwei Robotern nur müssten wir es am Anfang hinbekommen. Ja, das heißt, ich setze einfach mal einen Robot hier hin. Nee. Ist jetzt ein Robot hier hin. Und gucken später weiter, wo wir die restlichen hinbauen. Wir brauchen eh erstmal ganz viele davon. Das heißt, bau bitte. Ja, bau erstmal blaue Tränke, weil bevor wir nicht die blauen Kisten herstellen können, bringen uns die ganzen Roboter-Sachen eh noch gar nichts. Was fehlt dir da jetzt gerade? Kupfer? Ja, Kupfer fehlt. Okay, wohl Kupfer. So, das staut sich jetzt ein bisschen, weil wir gerade nichts davon erforschen. Ah doch, das ist auch die Erforschung. Ah, okay, ich habe nichts gesagt. Das heißt, die roten und grünen Tränke brauchen wir jetzt gar nicht mehr. Wollt ihr mich veräppeln? Ja, damit. Ah, mehr für später. So, du. Rote Tränke? Grüne Tränke. Grüne Tränke da. Und zwei blaue haben wir auch schon. Yeah. Was wollte ich? Ich wollte Kupfer holen. Da.
So, euch können wir jetzt nicht umstellen auf die unteren Sachen. Nein, das können wir nur mit den besseren Replikatoren. Die besseren Replikatoren sind da. Bau mal zwei von den besseren Replikatoren. Du baust jetzt ganz viel komisches Krimskrams. Ich hätte gerne private Draht. Inventar ist voll. Ja, hier. So. Genau, den Replikator, den ich jetzt gerade baue, den würde ich ganz gerne dann hier hinsetzen. Dass er das Ding versorgt. Oh, hier habe ich was fallen lassen. Nimm mal alles mit. Ich bin schon wieder voll. Jungs, ich habe keine Zeit für sowas. Tu weg. Braucht noch jemand Kupfer? Du brauchst noch Kupfer hier. 200 Kupfer. Hilfe, ich werde mit Gegenständen zugeschmissen. Leg dir mit. So. Hör. So. Hoch, 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 hoch. Gott. Das Ding ist fertig. So, stell dich jetzt mal. Hast du einen Ausgang? Achso, ich kann noch gar keine Eisenplatten herstellen. Das kommt erst gleich. Aber haben die Dinge allgemein einen Ausgang oder muss man es wirklich rauslegen? Es wäre super, wenn die so wären wie eine Mine. Aber sind sie nicht. Nee, muss rausgenommen werden. Okay. Also machen wir einfach mit einem Abstand zu dem Ding da. Dum, 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 da. Achso, das ist ein Zweierding. Und du legst es denn da rein. Genau. Das hier brauchen wir auch kein Ärmchen. Das fließt dann einmal durch. Und kommt dahin. Das heißt, wir müssten hier irgendwo noch eine Eisengeschichte bauen. Ja. Ist okay. Blauer Trank hier damit. Goodie, goodie, goodie. Das heißt, in den nächsten Folgen ein Vorrat aufbauen für die Roboter weiterhin. Damit das was wird. Wir brauchen wie viel? 150 Tränke? Blaue? Ja, 150 blaue Tränke brauchen wir für die Forschung alleine. Dann brauchen wir für die Roboter selber noch welche. Und wir brauchen pro Roboport irgendwie 50 weiße Chips. Was eine Menge Arbeit ist. Eine ganze Menge Arbeit. Achso, und das grüne Erz wollten wir rausfiltern mit dem intelligenten Ärmchen. Und zwar hier oben. So, du filterst bitte nur. Oh, führt hier gar nicht auf? Oh, wo versteckst du dich jetzt? Uran? Depleted Uranium? Uranium Rod? Nein. Ich will keine Verbrennungsstäbe haben. Artillery? Nein, keine Artillery. Komisches Zeug, noch mehr komisches Zeug. Ah, Rare Earth. So, filter das bitte rein. Damit die Dinger nicht stillstehen. Wir brauchen das Rare Earth ja auch selber für die da zum Beispiel, für die Sachen. Wobei wir die ja auch bald erforschen können. Mach nochmal bitte. Genau, ich brauche Rares. Nimm das hier mal mit. Nochmal einen davon. Und setz den hier hin. Damit das hier schön voll aussieht. So, Magnete werden gerade gar nicht hergestellt. Warum? Achso, weil du kein Eisen mehr hast, ne? Genau. Das schaut auch gut aus. Na gut, dann kriegst du auch nochmal Eisen und hilfst deinem Kumpel hier ein bisschen, um den Anfang zu wuppen und dann ist okay. Was mit euch? Euch fehlt auch irgendwas. Allen fehlt irgendwas, aber nicht mehr lange. Sobald die ersten Roboter da sind, werden die Roboter Roboter bauen. Und dann werden die neuen Roboter noch mehr Roboter bauen und alles ist gut. Das Ding irritiert mich immer noch total. Forsch jetzt bitte mal irgendwas, was... Kohle. Nein, forsch jetzt mal irgendwas mit den normalen Tränken, bitte. Zum Beispiel
Protoss and Blades? Nein. Module. Speed Circuit Board. Da steht kein Speed Upgrade. Achso, Speed Module ist dann nochmal hier. Energy Consumption plus 15, Speed plus 20%. Oh, 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 rosa, rosa, rosa. Zeig mir rosa. Produktivität plus 5%. Bei MK1. Das sind, glaube ich, wieder die alten Werte von früher Ditec. Also nicht von der letzten Staffel, sondern von der vorletzten Staffel. Damit kann man richtig viel Unfug machen später. Ich scroll mal hoch zu den höheren davon. Da, Produktivität plus 30%. Das heißt, pro Modul, das wir reinhauen, 30% mehr. Wenn wir 6 Module reinhauen in einer Hightech-Fabrik, sind das 180% mehr. Also fast dreifach so viel. Output, wie normal. Was bist du? Wieder was anderes. Ja, 35%. Es geht noch höher. 40% pro Stück? Was sind das hier alles? Raw Productivity? God-Modul. Was ist ein God-Modul? Wow. Okay. Energy Consumption minus 120%. Speed plus 160%. Productivity plus 40%. Pollution minus 80%. Alter Schwede, sind die teuer. Die heißen nicht umsonst God-Modul, ha? Huh? Krank. Einfach nur krank, das Mod-Paket hier. Also das nennt sich dann High-End, würde ich sagen. Erstmal hätte ich jetzt ganz gerne Eisenplatten hergestellt. Danke. Und das wird doch niemals nicht reichen, oder? Ja, das ist irre langsam. Die bräuchten echt dann Speed-Module. Ja, tu mal das Ärmchen dahin für Notfall. Um auch was zu machen. Oh, wir werden angegriffen. Da müssten aber Türme schießen, richtig? Richtig. Okay, bau mal bitte 6 Lasertürme. Dann fangen wir an, schon mal die Lasertürme außenrum zu bauen. Oh, und wegen dem Blut. Mir wurde gesagt, bau Bluttanks. Damit das Blut eingefangen wird. Brech den mal ab. Es war ein Inkubator. Potion. Cursed Blood Tanks. Kann ich sogar bauen. Bau davon welche. Und die stellen wir jetzt daneben. Und damit sollte das ganze Blut eingesammelt werden. Und warum hast du Schaden bekommen? Es müssen Spitter hier gewesen sein. Hm. Da Lasertürme. Machen wir erstmal an jedem zweiten Pol ein Laserturm. Weil wir sonst keinerlei Abdeckung haben. Also, ne? Komplett einmal außenrum, keine Abdeckung. Schießt wenigstens einer von denen. Das ist ein Anfang. So, und da von hier gerade die Angriffe kommen, tun wir hier den ersten Tankenschneider fertig. Ne, da kommt der erste. Also das Blut ist jetzt weg. Das ist schade. Wir bräuchten auch noch theoretisch ganz, ganz viele Transport-Bells, um die Artefakte irgendwie alle nach unten sich zu bewegen zu lassen und dann hier unten eingesammelt werden. Ich habe keine Ahnung, was für eine Reichweite die Dinger haben. Setz die mal hier so hin. Und dann machen wir einfach alle 4 Felder oder so. Das werde ich später testen müssen. Ich sehe auch keine Tankanzeige. Aber ich sehe Rohre, um das Blut abzupumpen. Das ist makaber und krass und cool. Tank? Boah, brauchen die lange. Na gut, beim nächsten Angriff machen wir schon irgendwie. So. Wir wollten mehr Solarpanels aufbauen, das ist richtig. Wir wollten... Ich brauche noch ein paar mehr Akkus. Ich brauche immer mehr Akkus. Aber Solarpanel war gerade wichtiger, weil anscheinend die Solarpanels nur ganz knapp hinterherkommen. Ich mache einfach hier auch nochmal einen hin. So, also 2 Abstand dazwischen. Und mal gucken. Und brech die mal ab, weil das kostet mir doch ein bisschen zu viele von den Chips. So. Und ich denke, ich gönne mir jetzt erstmal ein Käffchen. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Was muss ich noch beachten für die nächsten Folgen? Vorbereiten für die Roboter. Solarpanels und Akkus bauen gleichermaßen. Nicht wie vorher nur Akkus.
Und vielleicht anfangen, das hier wegzunehmen und woanders ordentlich aufzubauen. Wobei, eigentlich gefällt es mir jetzt ganz gut, dass wir Smog produzieren. Weil wir müssen nicht mehr auf Nummer sicher gehen. Solange wir jetzt anfangen, schön Lasertürme zu bauen, können wir auch ruhig wieder durchgehend angegriffen werden. Wir müssen halt nur immer fleißig weiter Strom produzieren, damit wir keinen Engpass da bekommen. Ja, aber das kriegen wir schon hin. Macht auf jeden Fall Laune. Langsam fühle ich mich auch nicht mehr so erschlagen von den zigtausend Untermods. Und wir kriegen das jetzt in den Griff mit den besseren Replikatoren und mehr Strom und mehr Blut. Also mache ich mir da keine Sorgen. Das heißt, bis gleich.